Zu Hause vor dem Bildschirm. Ich freue mich sehr, Sie zusammen mit Professor Kündig und Frau De Zordo zu begrüßen zu Allergien. Was machen wir, wenn es juckt und brennt? Ich beginne gleich mal mit eigentlichen Allergien, und zwar Volkskrankheiten. Etwas, was Sie sogar in den Medien finden, jedes Jahr Pollenallergie. Jeder siebte Schweizer leidet. Heuschnupfen Spezial ist in Zeitschriften sogar eine Notiz wert. Das ist immer wieder Frühling, Sommer, wenn der Heuschnupfen im Anzug ist, sozusagen. Ich stelle Ihnen die 21-jährige Frau M. vor. Sie arbeitet im Detailhandel. Sie hat immer wieder Niesen, die Nase ist verstopft, die Augen brennen. Beim Joggen muss sie husten und es fällt ihr auf, dass das halt gewisse Monate nur ist im Jahr. Wir fragen dann immer, sind Ihre Beschwerden das ganze Jahr oder eben nur gewisse Monate? Spielt es am Morgen mehr als am Abend? Oder wenn Sie zum Beispiel irgendwo in einen Haushalt gehen mit einer Katze, mit einem Hund? Das sind so banale Fragen, die uns schon recht viel weiterhelfen. Und wie gesagt, sie sagt, ja, das fängt so im Februar an, März, April ist ganz schlecht und dann geht es so bis in Mai, Frühsommer hinein. Das ist so eine typische Geschichte und Frau M. wird uns auch durch meinen Vortrag jetzt etwas begleiten. Sie haben sicher schon gemerkt, als erstes möchte ich auf den sogenannten Heuschnupfen, die Pollenallergie hinaus. Da haben wir drei große Gruppen, die das auslösen, die Baumpollen, im Frühling, kommen da nochmal drauf, die Gräserpollen, Frühsommer und jetzt so die letzten paar Pollen, die noch rumfliegen, sind Kräuterpollen. Also hier haben wir eine ganz klare Saison. Das ist eine sehr häufige Erkrankung. Ich kann jetzt im Saal vielleicht fragen, wer leidet an Heuschnupfen? Ah, da gehen doch mindestens ein Viertel der Hände hoch. Zu Hause ist mir das leider nicht möglich. Ist aber wirklich eine typische Erkrankung, sehr oft bei Jugendlichen, kann aber alle Altersstufen begleiten und ist in dem Sinn eine Volkserkrankung. Wie finden wir denn das raus? Nun, da haben wir ganz verschiedene Stufen, die gehe ich jetzt einzeln durch. Ganz am Anfang steht die Befragung. Also wir fragen Ihnen sozusagen Löcher in den Bauch. Wie gesagt, wann tritt das auf, zu welcher Tageszeit, wo? Und natürlich auch die Symptome. Das sind die beiden ersten Schritte. Zum Beispiel sind die Augen rot und jucken, müssen Sie viel niesen, läuft die Nase, niesen übrigens 3, 4, 5 Mal hintereinander. Wir sprechen vom Kettenniesen, nicht Kettenrauchen, Kettenniesen. Dann auch die Nase kann verstopft sein, man riecht nicht mehr gut, die Stimme ist anders und was auch dazu gehört, wenn die unteren Atemwege mitmacht, das Pollenasthma. Zum Beispiel man hat das Gefühl, es ist ganz eng um den Brustkorb oder man kriegt keine Luft, wenn man schnell läuft, wenn man joggt und so weiter, während das sonst ganz gut klappt. Also immer wenn das alles zusammen vorkommt, ist das sehr starker Hinweis, dass wir es mit einer Allergie von etwas, das auf der Luft, auf die Augen, Nase und Lunge trifft und deswegen typisch für eine allergische Erkrankung ist. Da passiert einiges. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber Sie sehen, oben links hat es Sachen, die auf den Körper eintreffen. Pollen, Milben und so weiter. Wir nennen das das Allergen. Das verbindet sich mit gewissen Eiweißstoffen von unserem Immunsystem. Immunglobulin, E heißen die, geht an die sogenannte Mastzelle. Die hat nichts mit Mästen zu tun, aber es ist eine wichtige Zelle von Immunsystem, weil wenn die aktiviert wird, schüttet die einen Stoff aus, unter anderem Histamin, das haben Sie vielleicht schon gehört. Antihistaminika, das sind die typischen Medikamente bei Allergien. Und die machen all diese Symptome, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Augentränen, Nasenfließen, Atemnot und so weiter. Das ist eine schnell ablaufende Allergie. Wir nennen das auch Sofort-Typ-Allergie. Das kann innerhalb Minuten passieren. Also da hat es Pollen, ein paar Minuten später tränen die Augen schon. Wie gesagt, wir kennen die Auslöser eigentlich sehr gut.
je nach Jahreszeit können wir schon fast vermuten, das sind jetzt Baumpollen, Gräser oder Kräuterpollen. Sie können sich's noch einfacher merken. An Ostern haben wir die Baumpollen, am Pfingsten die Gräserpollen und hier in Zürich, wenn das Knabenschießen ist, die Kräuterpollen. Also das wissen die Leute an Ostern. Oh ja, da habe ich eine Velotour gemacht, das ist mir gar nicht gut gegangen. Wenn ich frage, wie war es denn Mitte März, Anfang April, ist das viel schwieriger. Also es ist eigentlich relativ einfach, das zuzuordnen. Wir haben in der Schweiz auch ganz tolle Netzwerke, die uns die Pollenwerte zeigen. Das ist Meteo Schweiz gemeinsam mit dem Allergiezentrum Schweiz, AHA, die diese Pollendaten anbieten. Jetzt ist nicht mehr so viel los, aber wenn Sie dann März, April schauen, können wir sogar in Echtzeit sehen. Das heißt, jede Stunde, was für Pollen in der Luft fliegen. Und Sie sehen, das sind verschiedene Orte in der Schweiz, die hier abgedeckt werden. Die Schweiz hat eines der besten Pollenmesswerke überhaupt. Und das steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Sie können das online herunterladen, Sie können das in den Zeitschriften nachsehen oder auch über eine App beobachten. Wenn wir jetzt so eine Patientin oder Patient betreuen, fragen wir, wie gesagt, sehr vieles durch. Die Art der Symptome, Jahreszeit und so weiter. Diese Befragung nimmt so 10 bis 20 Minuten ein, je nachdem, welche Probleme vorhanden sind. Wir fragen zum Beispiel auch nach dem Wetter. Pollen ist typisch bei sonnigem, windigem Wetter. Hängt es von der Arbeit ab? Bäcker, Floristen sind typischerweise gefährdet für Allergien. Und dann gibt es neben den Pollen halt noch andere Auslöser. Die Pollen sind typisch saisonal, aber wir haben die kleinen Haustiere, die Hausstaubmilben und die großen Hunde, Katze, Meerschweinchen. Da ist der Fantasie fast keine Grenze gesetzt, was alles gehalten wird. Oder auch schon mal jemand, der auf Waschbär allergisch ist. Fragen wir nicht routinemäßig ab. Schimmelpilzsporen, die können sowohl saisonal, also gewisse Monate, wie das ganze Jahr vorkommen. Das sind die ganzjährigen Allergene. Das sind Stoffe, die halt Beschwerden auch im Winter machen oder immer. Also Sie kennen vielleicht jemanden, der auf Katze oder Hund allergisch reagiert, sehr unangenehm. Das bleibt natürlich das ganze Jahr. Die Hausstaubmilben sind vor allem Kopfkissen, Matratzen, Duvet, ist auch das ganze Jahr. Schimmelpilz, gibt solche, die sind ganzjährig und solche, die ähnlich wie Pollen nur eine gewisse Saison blühen. Das hier ist eine Hausstaubmilbe, ganz klein, man sieht das von Auge nicht. Die hat es gern warm und feucht und isst gern Schuppen. Wir alle verlieren Schuppen, so ein halbes Gramm, ein Gramm Schuppen pro Tag und damit füttern sie etwa eine halbe Million Milben durch. Also das Tierchen haben sie alle zu Hause, am wenigsten vielleicht, wenn sie ein Wasserbett haben. Es ist aber netterweise nicht das Tierchen selbst, das die Allergie macht, sondern das, was hinten rauskommt. Der Kot, der geht nämlich als feiner Staub in die Luft. Und den inhalieren wir, wenn wir zum Beispiel auf dem Kissen liegen, nachts. Und deswegen sind die Beschwerden meistens früh morgens am stärksten spürbar. Haustiere, ein oft belastendes Allergieproblem, weil man hat sein Haustier natürlich gern. In der Schweiz werden viele Haustiere gehalten, Katzen, Hunde und so weiter. Und doch ein beachtlicher Teil der Leute hier sind allergisch auf solche Haustiere. Und die Hälfte hat sogar auch Asthma davon mit entsprechendem Kontakt. Also muss das recht ernst genommen werden. Und da gibt es auch Kreuzreaktionen. Man kann auf gewisse Stoffe, das sind die Lipokaline allergisch, dann hat man mit allen Tieren, die Haaren haben ein Problem. Hund, Katze, wenn sie in den Zirkus gehen oder reiten mit dem Pferd und so weiter, mit Nagern. Dann gibt es andere Stoffe, die zum Beispiel nur in der Katze vorkommen. Dann ist man bei Hund, Katze und Pferd problemlos. Oder es gibt sogar solche Stoffe, die nur im männlichen Hund vorkommen. Das sind Leute, die mit Rüden Kontakt allergische Symptome entwickeln, aber Hündinnen problemlos tolerieren können. Das können wir alles mit neuen Tests herausfinden. Und damit bin ich beim Testen. Nach der Befragung folgen die Hautteste. Wir nennen das den sogenannten Pricktest, das sind Tröpfchen, wo kleine Mengen vom allergieauslösenden Stoff drin ist. Wir tupfen das auf die Haut und können dann mit einer Plastiknadel, die sticht nicht richtig, aber durch eine Drehbewegung, den Stoff in die Haut bringen. Und wenn jemand
wir nennen das sensibilisiert, ist eine Allergieneigung zeigt, dann gibt es hier eine sogenannte Quaddel, das ist das Bückeli, das weiß ist und etwas juckt, ähnlich wie wenn Sie eine Brennnessel anfassen, nur viel weniger schmerzhaft. Und so können wir die Veranlagung auf etwas allergisch zu reagieren sehr schnell sehen, das dauert 10, 15 Minuten. Sonst haben wir das Blut zur Verfügung, dort sind diese Immunglobuline, die ich vorhin erwähnt habe, nachweisbar. Da gibt es sehr große Mengen an Tests, die wir zur Verfügung haben. Entweder können wir das aus Blut, es gibt neue auch Streifentests, das haben Sie vielleicht in einer Apotheke vor kurzem auch angesehen, dass man dort einen Allergiecheck machen kann. Das sind Schnelltests, die eine kleine Anzahl, aber wichtiger Allergene erfassen. Und das kann man auch mit Blut, das aus der Fingerspitze entnommen worden ist. Das ist auch in Zusammenarbeit mit der AHA, weil sehr viele Personen an Allergien leiden, ist das eine erste Vorinformation, um sich ein Bild zu machen, bin ich überhaupt allergisch oder nicht. Jetzt komme ich wieder zurück zu meiner Patientin, die haben wir natürlich auch getestet und sie hat reagiert im Hauttest auf Birke, Erle, Hasel. Passt sehr gut zu ihren Beschwerden, Februar, März, April und ein bisschen noch auf Gräser. Milben, Tierhaare, Schimmelpilzsporen hat bei ihr nicht reagiert. Und dann haben wir noch im Labor untersucht, da kann man für Birke oder Gräser, und hinten sehen Sie so Abkürzungen, BetV1 und so weiter, das sind die Abkürzungen für den genauen Stoff, den wir heute auch erfassen können, der die Allergie auflöst. Und sie hat also eine Allergie auf Baum- und Gräserpollen. Jetzt zeige ich Ihnen noch den Emil, 34-jährig, der arbeitet im Büro. Der hat seit 2 Jahren zunehmende Atemnot, am Morgen, das ganze Jahr. Er muss auch viel niesen, die Nase läuft. Haustiere hat er nicht. Wenn er in die Ferien geht, geht es ihm etwas besser. Und wie gesagt, er arbeitet im Büro. Ich denke, wir fragen das durch. Und das ist doch recht suggestiv für eine Allergie. Die Beschwerden sind am Morgen, typisch, wie ich es erzählt habe, die Augen, die Nase machen mit, die Atmung und in den Ferien bessert es etwas. Haben wir natürlich auch gedacht, ja, das ist wahrscheinlich eine Hausstaubmilbenallergie zum Beispiel. Und dann haben wir das getestet, alles negativ. Kein Test hat reagiert, weder auf Pollen, Milben, Vorratsmilben, Tiere nicht, Pilzsporen und im Labor, das ist die Zusammenfassung, hat auch nichts reagiert. Nun, dachten wir schon, komisch, vielleicht haben wir uns da geirrt, aber da sagt er noch etwas. Immer wenn er seine Zimmerpflanze abputzt, muss er husten und es juckt ihn. Das ist aus 2 Sachen auffällig. Ich kenne nicht so viele Männer, mich eingeschlossen, die ihre Zimmerpflanze abstauben. Die meisten lassen sie einfach stehen. Aber das andere auffällig ist, dass er genau dann mehr husten muss und dass es mehr juckt. Nun, dann hat er uns gesagt, das ist so ein Ficus, das ist eine Pflanze, die Sie vielleicht auch kennen, steht oft in Büroräumen, hat man zu Hause. Und wir haben da Hauttests gemacht und siehe da, er hat auf diesen Ficus, auf Blätter und Stängel stark reagiert. Das war bei ihm der Grund für seine Allergie, auch im Bluttest, das kann man auch nachweisen. Und er hat eine Ficusallergie. Die war jetzt relativ einfach zu lösen. Er hat den Ficus aus dem Schlafzimmer entfernt. Und sein Asthma war geheilt. So einfach ist es nicht immer, aber es zeigt, wenn die Symptome sehr typisch sind, dann muss man auch an speziellere Ursachen denken, zum Beispiel an irgendwas, Zimmerpflanzen, Staub oder was alles da so im Zimmer, im Büro oder so rumsteht. Noch ein Beispiel, die Nora, die muss immer husten, wenn sie ihre Aquariumsfische füttert. Hat uns auch etwas irritiert. Der Grund hierfür war nicht die Fische, sondern die rote Mückenlarve. Das ist etwas, was oft im Fischfutter beigesetzt ist, damit das sehr eiweiß-proteinreich ist. Und sie hat das Pech, genau auf diese rote Mückenlarve allergisch zu sein. Und wenn sie dieses Fischfutter reingestreut hat, hat sie etwas gestaubt und das hat ihren Niesen und Husten ausgelöst. Hier hilft die Geschichte und auch wieder der entsprechende Test. Also die Befragung ist ganz wichtig. Sehen Sie unten da Nahrungsmittelallergien. Obwohl jemand vielleicht über Nasenfließen,
Augenjucken klagt. Wieso fragen wir denn da nach Allergien auf Nahrungsmittel? Nun, das hat damit zu tun, dass auch Frau M. uns erzählt hat, wenn sie Äpfel isst, vor allem roh oder Kiwi, juckt sie im Mund, ganz lästig. Und dann hat sie so eine feine Bündner Nusstorte gekriegt und da hat sie sogar Atemnot bekommen davon. Was ist denn jetzt hier los? Nun, das ist so eine sogenannte Kreuzallergie. Und zwar kennen wir das zum Beispiel bei Birkenpollen mit verschiedenen Nahrungsmitteln, Äpfel, Haselnüsse, Sellerie, rohe Rüebli. Das kommt dadurch zustande, dass ähnliche Stoffe sich sowohl im Pollen wie in diesen Nahrungsmitteln befinden. Der Pollen, wenn er an die Atemwege kommt, löst Heuschnupfen aus. Die Nahrungsmittel andererseits lösen dieses Jucken im Mund, selten schwerere allergische Symptome aus. Und das hat jetzt mit Kreuzallergien zu tun. Sie sehen links Birkenpollen, rechts einen Sellerie und der Stoff drin, der die Allergie auslöst, und man kann das überlagern, das ist praktisch dasselbe. Und für unser Immunsystem spielt es eigentlich sehr wenig Rolle, ob hinten an diesem Eiweiß ein Apfel dranhängt oder ein Birkenpollen oder ein Sellerie. Es reagiert auf diesen Teil und das macht diese Kreuzallergien auf Lebensmittel. Und das kann man auch hier sehen, wieder mit Birke, mit Apfel, ist derselbe Stoff. Und das ist wie ein Schlüssel, Schlüsselloch, das passt genau aufeinander. Das Molekül, das den Stoff erkennt und der Stoff, der von außen rankommt. Und wenn man das auf der Haut dann testet, ist das hier, Sie sehen, das sind auch so Pricktests mit diesen verschiedenen Lebensmitteln, reagieren diese alle. Und die Betroffene, der Betroffene hat dann natürlich das Gefühl, oh, ich bin auf verrückt viele Sachen allergisch. Aber eigentlich ist das genau dieser eine Stoff, der in Birke und all diesen Lebensmitteln vorkommt und die entsprechenden Beschwerden macht. Also eine Substanz. Und diese Substanz löst dann oft ein Jucken, Brennen, Schwellen der Lippen aus. Manchmal geht es zu Hauptsymptomen am ganzen Körper, Nesselfieber, seltener Atemprobleme. Und Sie sehen, Magen-Darm-Probleme, Durchfall, Brechreizblähung eher selten. Also die typische Nahrungsmittelallergie macht eigentlich gar nicht unbedingt Magen-Darm-Beschwerden. Die macht Hautbeschwerden, juckt im Mund oder allenfalls kriegt man davon Atmung. Ganz selten zum Glück Kreislaufbeschwerden, das ist schwere. Wir nennen das den allergischen oder anaphylaktischen Schock. Das ist dann der Fall, wenn der Stoff nicht durch die Verdauung ausreichend abgebaut wird. Wäre zum Beispiel bei Meerfrüchten so. Bei den Äpfeln ist es so, der Stoff geht durch die Hitze kaputt. Das heißt, ein gekochter Apfel macht keine Beschwerden, typische, aber der rohe Apfel, der juckt im Mund. Und das hat nichts mit dem Spritzmittel oder so zu tun, das ist dieser Stoff im Apfel, der gerade unter der Rinde sitzt, der diese Symptome, dieses komische Gefühl auslöst. Kreuzreaktionen kennen wir auch andere, neben Birke mit Stein- und Kernobst, Beifuß, Gewürze, die Milben, die Meerfrüchte, da komme ich noch dran, Erdnuss mit Soja und so weiter. Die Milbe zeigt Kreuzreaktion mit Meerfrüchten, also das Milbenkrustentiersyndrom. Meerfruchtallergische Patienten sind praktisch immer auch auf Milben allergisch. Umgekehrt kann man das nicht so ableiten. In der Schweiz dürfen wir seit 2017 auch Insekten essen. Mehlwürmer, Grille, Wanderheuschrecke. Sie können da so einen Burger dazu kaufen, Insektburger. Auf Partys bei jungen Leuten ist das zum Teil ein richtiger Hype. Nun, das hat für uns wieder Konsequenzen, weil das ähnlich ist mit anderen Stoffen, wie zum Beispiel Meerfrüchten, die Leute Allergien drauf haben. Und wenn Sie jetzt sagen, so etwas Grusiges würde ich sicher nie essen, Insekten und so, täuschen Sie sich nicht. Orangen sind gewachst, dieser Wachs ist aus Insekten hergestellt. Karmin im Campari war früher aus Filzläusen, diese wunderschöne rote Farbe. Und wenn Sie sogenannte Powerdrinks mit Carnitin nehmen, Carnitin ist praktisch immer vom Insektenursprung. Und ohne es zu wissen, wir essen pro Jahr etwa 1,5 Kilo Insekten mit. Allergien sind am Zunehmen, das steht überall. Da wird spekuliert, zum Teil weiß man auch schon, wieso. Die Vererbung spielt eine Rolle. Hygiene, da komme ich noch drauf. Schadstoffe natürlich, die belasten die Pollen, die machen
und die Klimaveränderung, die zweifellos passiert, führt zu anderen Pollenflugzeiten, andere Pollen, die wir hier finden. Also Umwelt, Essens- und Lebensgewohnheiten und Allergien spielen eine große Rolle. Zum Beispiel, wenn es wärmer wird, fangen die Pollen früher an zu blühen. Wir haben eine längere Pollensaison und unter Umständen nimmt die Pollenmenge zu, was auch wieder zu stärkeren Beschwerden führt. Und dann gibt es einige Lebensformen, die Allergien begünstigen. Wir sprechen da von Hygiene-Hypothese. Je mehr Dreck, sage ich jetzt, jemand abkriegt, umso weniger Allergien hat er. Wann kriegt man Dreck ab? Wenn man mit anderen Kindern spielen kann, in der Krippe ist, ganz besonders auf dem Bauernhof lebt das erste Lebensjahr. Man selbst, gewisse Parasiten können vor Allergien schützen. Der Kontakt für das Immunsystem mit Bakterienanteilen trainiert dieses und dann kommt es nicht auf die überflüssige Idee, eine Allergie zu entwickeln. Und das krasse Gegenteil ist, dass so wohlbehütet aufwachsende Einzelkind, das nichts anfassen darf, oh ja, kein Sand ist mul, ne, könntest du die vergiften und weiß ich was. Diese sterile, saubere Umgebung ist die, die Allergien begünstigt. Das ist natürlich eine Theorie, im Einzelfall kann es auch mal anders sein, aber da haben sich doch große Studien das zeigen können. Jetzt noch kurz zur Behandlung, auch wichtig. Das eine ist, dass man den Stoff weglässt, soweit das möglich ist, dann die Medikamentenbehandlung und natürlich sollte die betroffene Person wissen, auf was sie allergisch ist, deswegen unsere Abklärung und dann noch die Allergiebehandlung, Impfung, Desensibilisierung, wir nennen das die spezifische Immuntherapie. Hier sehen Sie die drei Pfeiler nochmal, das Allergen weglassen, Medikamente und die Immuntherapie. Das Allergen weglassen ist etwas ins Wanken gekommen. Früher waren wir sehr strikt, haben gesagt, keine Kuhmilch, keine Erdnuss das erste Lebensjahr. Das hat sich gezeigt, neuere Studien, dass zum Beispiel, wenn man Kindern regelmäßig Erdnuss in Pulverform gibt, das erste Lebensjahr, dass die weniger Erdnussallergie entwickeln, als solche, die völlig von Erdnuss ferngehalten werden. Also da mussten wir selbst dazulernen. Dann kann man natürlich schauen, dass zum Beispiel Milbenkot nicht so an die Atemwege kommt. Da gibt es so Bettüberzüge, die man um das Kopfkissen, Matratze und Duvet machen kann. Hat allerdings auch gewisse Kosten und die Krankenkasse übernimmt die nur teilweise. Luftreiniger können hilfreich sein, Stoffe aus der Luft zu entfernen. Die werden zunehmend brauchbarer, günstiger und vor allem auch leiser. Und bei Tierallergien, da wird es schwierig. Aber wenn Sie Tiere halten und darauf eine Neigung haben, allergisch zu reagieren, je mehr das Tier draußen ist, umso weniger heikel ist das. Idealerweise das Haustier nicht ins Schlafzimmer lassen, weil dann hat man mindestens einen Raum, der ohne diesen Stoff ist. Das Baden der Tiere, bei Katzen funktioniert das an und für sich, weil die Katze hat den Stoff im Speichel und die verteilt das auf die Haare. Wenn sie die regelmäßig baden, dann ist das geringer. Man erkennt die, die das machen, die haben alle zerkratzte Arme. Weil die Katze hat das nicht sehr gern. Da gibt es andere Methoden. Und dann natürlich Teppiche, wo die Allergene drin sind, viel lüften oder auch wieder diese Luftreinigungsfilter helfen. Wir empfehlen eigentlich selten mehr, das Tier wegzugeben, wenn außer jemand hat ganz schwere Beschwerden, weil man kann unter Umständen eine sogenannte Toleranz gegen das eigene Haustier entwickeln, dass man da keine Beschwerden mehr hat. Wenn man dann auf das Tier verzichtet, kriegt man dann plötzlich bei Katzen mit zufälligem Kontakt Beschwerden. Die Medikamente, da gibt es vor allem die Tabletten, die sogenannten Antihistaminika, eben die diesen Stoff, das Histamin neutralisieren. Wenn Sie im Frühjahr durch die Stadt laufen, sehen Sie das in allen Apotheken angezeigt. Da kann man meistens mit einer Tablette schon recht viel der Beschwerden lindern. Cortison als Tabletten bei ganz schweren Formen. Cortison-Spritzen empfehlen wir nicht, weil das wirkt sehr lange nach und hat auch heikle Reaktionen am Ort. Oft reichen aber auch lokale Maßnahmen, Augentropfen, Nasenspray und wenn die unteren Atemwege betroffen sind, Asthmaspray. Da kann Sie Ihre Hausärztin, Ihr Hausarzt sehr gut beraten. Und dann noch die Desensibilisierung oder spezifische Immuntherapie.
Da gibt es verschiedene Formen unter der Haut, unter der Zunge und solche, die das ganze Immunsystem neutralisieren. Das ist dann für sehr schwere Fälle. Aber die Erfolgschancen sind bei Pollen sehr gut, wenn wir gut auswählen können. Also Sie sehen, 60-80% der Leute verspüren eine Besserung, haben viel weniger Symptome, brauchen weniger Medikamente. Bei Milben, je nachdem, auch recht gut. Leider bei den Tierhaaren mit den jetzigen Formen oder Schimmelpilzsporen unbefriedigend. Da sind wir noch nicht da, wo wir möchten. Als Nebensatz ganz besonders gut wirkt das bei Bienen- und Wespengiftallergien. Die können wir praktisch zu 90-95% schützen, ist aber auch aufwendiger. Das muss in speziellen Zentren eingeleitet werden. Wir können mit Spritzen das machen, subkutan, oder mit Tropfen. Das steht dann sublingual oder Tabletten, die unter der Zunge eingegeben werden. Da gibt es verschiedene Formen. Mit Spritzen läuft das so ab, dass man eine Steigerungsphase hat. 7-8 Wochen, jede Woche eine Spritze beim Ärztin, bei dem Arzt. Und dann das entweder jeden Winter wiederholt bei den Pollen oder alle 4 Wochen eine Injektion macht. Hier am Oberarm im Normalfall wie eine Impfung, zum Beispiel mit Pollen über 3 Jahre. Also recht aufwendig, muss man auch sagen, hat auch gewisse Risiken, deswegen muss das in der ärztlichen Praxis geschehen. Bei den Tabletten, da gibt es für Gräser, Birke und Staubmilben, Tabletten oder Tropfen, die werden unter der Zunge aufgelöst. Die muss man täglich machen, aber das kann man dafür zu Hause, das muss nur das erste Mal in der Praxis geschehen. Und dann forschen wir natürlich auch, ob man andere Arten von Desensibilisierung durchführen kann. Sie haben gehört, 7 Spritzen, 14 Spritzen, jeden Tag eine Tablette. Und da haben wir das Glück hier, auch dank Professor König und der Forschungsgruppe und Paul Johansson, dass wir neue Ansätze probieren können, wo wir den Stoff mit Ultraschall im Lymphknoten, in der Leiste, das geht praktisch schmerzlos vorbei, hinbringen, und da braucht es viel weniger Substanz und viel weniger Injektionen. Wir sind jetzt dann am Auswerten und sind gespannt, wie gut sich das bewährt. Bei Frau M. jetzt, die hat sich entschieden, so eine Desensibilisierung durchzuführen, und zwar mit Birkenpollen und Gräserpollen, hat das im Herbst 2021 begonnen, und sie sagt, dass es schon deutlich besser geht, sie muss viel weniger niesen, hat vor allem keine Atemnot mehr, kann eigentlich ohne Medikamente joggen gehen. Sie wird jetzt nochmals einen Zyklus durchführen und dann hoffen wir, dass ihre Pollenallergie deutlich besser ist. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, auch Ihnen zu Hause. Und wir werden am Schluss Gelegenheit haben, Ihre Fragen hier zu beantworten oder online. Und dann würde ich überleiten an Professor Thomas König, unserem Klinikdirektor, der Ihnen über Jucken auf der Haut berichtet. Merci vielmals. Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren und auch liebes Publikum zu Hause. Jucken auf der Haut im Zusammenhang mit Allergien, da möchte ich mich sehr konzentrieren auf das sogenannte atopische Ekzem, im Volksmund auch als Neurodermitis bekannt. Auch das eine Volkskrankheit. Wir gehen davon aus, dass heutzutage mehr als 10% der Kinder dieses Problem haben, und es sind etwas unter 7% oder unter 10% der Erwachsenen, die das dann weiterhin haben. Also es ist mitnichten, früher hat man auch noch gesagt, Kinderekzem und solche Sachen, das ist nicht mehr der Fall. Man kann das bis ins Erwachsenenalter haben, die Hälfte, und es ist auch so, dass man das auch noch im hohen Alter kriegen kann, dann nennt man es einfach
atopisches Ekzem vom Spättyp oder eben, wir sagen gerne Neurodermitis. Jetzt, warum hat das so verschiedene Namen? Wie gesagt, die Leute kennen es als Neurodermitis, dann weiß man, von was man spricht. Aber es gibt da diverse Studien, einfach wie es in der Literatur so benannt wird, am häufigsten. Und wenn man alle Publikationen durchschaut, da gibt es ja jedes Jahr also 1200 Publikationen dazu, nur schon in der zugänglichen Literatur, dann sieht man, dass was sich durchsetzt, ist eindeutig der Begriff atopische Dermatitis oder Atopic Dermatitis. Dermatitis steht eigentlich so für Hautentzündung oder eben Ekzem. Und das ist halt heute der Begriff. Wie immer setzen sich eigentlich die Amerikaner durch mit ihrer Nomenklatur. Und das Neurodermitis ist auch ein bisschen veraltet. Niemand weiß denn so recht, was es denn mit Neuro zu tun haben soll. Also jedenfalls, das ist alles das Gleiche. Nun, wie schaut das denn aus? Und hier muss man sagen, das ist eine Krankheit, die sich im Verlauf des Lebens ein bisschen wandelt. Es ist so, dass zum Beispiel bei Babys ist das häufig etwas, was so am Kopf vorkommt, wenn es am Haarboden, oder sie haben noch keine Haare, aber dort an der Kopfhaut vorkommt, dann hat man es früher zum Beispiel Milchschorf genannt, oder dann kommt es hier an den Wangen vor, das sieht man auch öfters bei kleineren Kindern, dann hat man das Gefühl, ist das Kind denn etwas, was drauf allergisch ist, wir kommen nachher noch drauf, das ist nicht der Fall, und dann, wenn das so Kleinkinder sind, dann betrifft es dann eher die Beugen. Und man nennt das dann heute auch Beugenekzem. Das ist gar kein schlechter Begriff, das ist tatsächlich so. Es ist dann hier in den Beugen. Im Gegensatz eben zur Psoriasis, die andere häufige Hautkrankheit, die an den Streckseiten der Extremitäten auftritt, das ist genau das Gegenteil praktisch, die Beugen. Und je älter man wird, desto mehr kann es diverseste Hautstellen betreffen, zum Beispiel gern die Hände, wir sehen nachher noch klinische Bilder. Und es kann plötzlich anders ausschauen, dass es so eine Art wie so zerkratzte Hügelchen gibt. Wir Dermatologen sagen dem Papeln oder pruriginöse Knoten, also juckende Knötchen oder Knoten. Und das ist so, über das Alter tut sich das über den Verlauf des Lebens ein bisschen verändern. Aber es ist alles die gleiche Krankheit. Also man wird dann, kommt vielleicht so auf die Welt und dann nach 30 Jahren sieht es plötzlich so aus. Und jetzt noch etwas. Wir haben dann früher den Leuten auch bei anderen Hautkrankheiten, bei Schuppenflechte gesagt, okay, das ist jetzt, das stört sie jetzt, das verstehen wir gut. Und bei der Psoriasis, das sieht jetzt nicht schön aus, klar. Und bei der Neurodermitis ist das Hauptproblem Jucken. Und dann haben wir gesagt, ja, es ist eine mühsame Hautkrankheit, das juckt. Und aber so als Trost, es ist nur eine Hautkrankheit. Und das muss man heute ein bisschen zurücknehmen. Das stimmt einfach nicht. Da gibt es auch immunologische Studien dazu. Ich will da nicht ins Detail gehen. Aber wenn man zum Beispiel die T-Zellen, die im Blut zirkulieren, also fast der wichtigste Bestandteil des modernen Immunsystems, die sind alle aktiviert bei einem Patienten mit Neurodermitis oder eben atopische Dermatitis. Das ist nicht nur eine Hautkrankheit, das ist eine systemische Entzündung, die sich unter anderem an der Haut äußert, und dort sieht man es halt und dort juckt es auch ganz ekelhaft. Diese systemische Entzündung kann aber auch dazu führen, dass diese Leute vermehrtes Asthma haben, dann betrifft es die Luftwege. Diese vermehrte Entzündung kann aber diverseste Organe betreffen, und insbesondere hat man diese Entzündung heute mal mit modernen Methoden auch analysiert. Also die Forschung macht hier gigantische Fortschritte und hat mal geschaut, ja, was für entzündliche Hormone, also Mediatoren des Immunsystems, das sind sogenannte Zytokine, spielen denn da eine Rolle, und hat das mit anderen Entzündungen im Körper verglichen. Man kann ja zum Beispiel das vergleichen mit den Hormonen, die bei der rheumatologischen Krankheiten eine Rolle spielen, und da hat es nicht so große Ähnlichkeit. Bei der Schuppenflechte ist das anders. Dort sieht es aus wie das Rheuma in den Gelenken. Und darum haben die Psoriasis-Patienten ja auch häufig einen Gelenksbefall. Die haben nämlich zusätzlich noch Rheuma. Aber bei der Neurodermitis ist es dann eher ein Entzündungsmuster, das man auch zum Beispiel in den Gefäßen sehen kann. Und wenn Gefäße entzündet
sind, zu was führt es am Schluss? Zum Beispiel zur Arteriosklerose. Weil früher hat man gesagt, ja, degenerative Erkrankung, Verkalkung der Genau, ja. Also die Arteriosklerose ist auch eine entzündliche Krankheit. Es sind einfach Entzündungen an den Gefäßwänden, die dann abheilen mit zum Beispiel einer Verkalkung. Und jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, dann sieht man, wir sprechen jetzt hier immer von schwereren Fällen natürlich, also man muss jetzt nicht jedes Kind, das mal hier ein bisschen in der Ellenbeuge ein Ekzem gehabt hat, sagen, du wirst nachher Arteriosklerose kriegen, das wäre falsch. Ich möchte hier nur aufzeigen, dass das alles eine Entzündung ist im ganzen Körper und man sieht zum Beispiel, dass das Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten, Herzinfarkt oder so, ist fast verdoppelt, wenn man eine schwere Neurodermitis hat, weil diese Entzündung, man sieht es an der Haut, dort juckt es auch stark, aber es ist nicht nur eine Entzündung an der Haut. Und jetzt komme ich noch zu einem Thema, woher kommt denn das alles? Und da hat mein Vorredner, der Peter Schmid, schon darauf hingewiesen, dass die Häufigkeit von Allergien zunimmt. Und heute muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn es heißt, die Häufigkeit von etwas nimmt zu. Ist das nur, weil die Medien jetzt einfach darauf fokussieren und mehr darüber berichten? Oder wird da einfach, gibt es eine politische Agenda? Man muss hier schon aufpassen. Hier muss man allerdings sagen, oder ist das nur so, ja, die Heuschnupfen nimmt einfach zu, weil die Leute heute wegen jedem Bobo zum Arzt gehen und früher waren sie halt nicht zum Arzt gegangen. Man kann sich so Sachen schon überlegen. Das muss man zugeben in der heutigen Zeit. Aber hier kann man ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Diese Krankheiten sind heute Volkskrankheiten. Ich sage mal, wenn man alle durchmisst in der Schweizer Bevölkerung, Nahrungsmittelallergien, inhalative Allergien und so weiter, am Schluss hat fast jeder Zweite, in Amerika ist das schon so, eine Allergie auf irgendetwas. Und wenn man schaut, wie hat denn das zugenommen, zum Beispiel Heuschnupfen, die Krankheit wurde erst 1819 das erste Mal beschrieben von einem Hausarzt in Südengland und der selber hatte immer im Sommer dann einen Schnupfen und er hat gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich im Sommer immer Schnupfen habe und hat dann die Idee gehabt, dass das irgendwie mit der warmen Luft im Sommer zu tun hat, hat das Catarrhus estivus genannt, also Sommerkatarrh, weil er gedacht, die heiße Luft in Südengland reizt die Schleimhäute. Ist nicht auf Pollen gekommen. Und er hat, sage und schreibe, 10 Jahre lang hat ihn das, war das seine Forschungsarbeit. Es hat 10 Jahre gedauert, bis er insgesamt in Südengland bei seinen Kollegen 28 Fälle zusammentragen konnte von Leuten, die Heuschnupfen haben. Etwas bös gesagt, die 28 Heuschnupfenpatienten kann ich heute wahrscheinlich in diesem Hörsaal finden. Also das hat wirklich zugenommen. Und dann hat man gesehen, dass alle 10 Jahre sich diese Häufigkeit von Heuschnupfen praktisch verdoppelt hat und auch zum Beispiel Schweizer Militär ist auch so eine gut studierte Patientenkollektiv, da muss man ja hingehen oder früher zumindest und um 1900 sind die Ärzte Rekruten befragen gegangen und testen gegangen, 1% der Schweizer Rekruten hatte Heuschnupfen und im Jahr 2000 waren es 20%. Gleiche Bevölkerung, niemand ist zum Arzt gegangen, die Leute sind ins Militär gegangen und man sieht, das nimmt einfach wahnsinnig zu und die Frage ist jetzt, warum, weil da gibt es immer noch so alte Geschichten, wenn man im Internet liest, heißt es ja immer, dass zum Beispiel, aber Allergien, das gab es ja schon im Altertum. Und da gibt es die Geschichte vom Pharao Menes, der auf einem Schiff im Nil, auf so einer Galeere, angeblich von einer Biene gestochen worden ist und dann gestorben ist und schon die alten Ägypter hätten dann herausgefunden, da kann ja was nicht stimmen. Und haben gesagt, es muss eine Allergie gewesen sein. Tatsächlich sind auf dem Grab vom Pharao Menes Hieroglyphen, die sehen so aus. Das sind die Original-Hieroglyphen. Und man, ja, also ich sehe es auch, das könnte schon eine Biene sein. Und dann ist dieses, das ist jetzt verrückt, jetzt gibt es
ein Lehrbuch, das in ganz Europa und Amerika verbreitet war. Und da hat jemand dieses Bild da reingetan und hat gesagt, das ist die Hieroglyphe vom Pharao Menes. Und ich muss sagen, ich habe es auch gesehen, gesagt, das ist ja eindeutig. Der wurde hier von der Biene in die Nase gestochen und ist nachher tot umgefallen. Aber wenn man dieses Bild ein bisschen genauer anschaut, dann muss man schon sagen, hier hat es ja Sachen drin, wie auch noch die Tower Bridge in London. Hier ist ein Regenschirm, hier eine Kaffeetasse und hier eine Spritze. Also der Autor hat das nicht deklariert im Buch, dass er hier ein bisschen, das war eigentlich als Scherz gemeint, ja. Aber die ganze Welt hat es geglaubt und ich habe das auch gelesen, gesagt, also das ist ja eindeutig, dass der Pharao Menes an der Bienengiftallergie gestorben ist, das stimmt einfach nicht. Das war ein bisschen guter Scherz, aber der hat selber das gemalt und niemand hat es gemerkt. Und jetzt ist die Frage, ja, warum nimmt denn das so zu? Und der Peter Schmid hat es schon gesagt, es hat mit unseren hygienischen Umständen zu tun. Also je mehr Schmutz, desto weniger Allergien. Hier eine sehr eindrückliche Studie. Hier ist quasi, wie viel Schmutz ich aus einer, oder Bestandteile von Schmutz ich aus einer Matratze im Schlafzimmer mit dem Staubsauger raussaugen kann. Das kann man recht gut messen. Sind bestimmte Schmutzkomponenten und hier ist die Häufigkeit von Heuschnupfen. Und ich meine, diese Korrelation ist also wirklich mehr als eindeutig. Und wenn es mehr Schmutz hat im Schlafzimmer, dann haben die Leute viel weniger Heuschnupfen. Und da gibt es diverseste solcher Beobachtungen, die alle mehr als klar sind. Zum Beispiel hat eben der Herr Strachan in England gefunden, dass wenn man, und jetzt aufpassen, hier ist ein bisschen eine zum Überlegen, wenn man das fünfte Kind in einer Familie ist, hat man eine viel geringere Chance, Heuschnupfen zu kriegen, nämlich nur 5%, als wenn man das erste Kind in der Familie ist. Da hat man nur 15% Chance für Heuschnupfen. Warum? Weil das fünfte Kind ja in einen Haushalt reingeboren wird, was schon 4 Kinder hat. Und die haben den gewaltig verschmutzt. Und dann ist eben das Resultat, dass man weniger diese Allergien hat. Und hier ist die gleiche Studie vom gleichen Autor. In Schwarz hat er 1958 gemacht und in Grau 10 Jahre später oder 12 Jahre später. Und man sieht, wie ich es gesagt habe, in alle 10 Jahre hat sich die Häufigkeit von Heuschnupfen verdoppelt. Also das ist schon sehr eindrücklich, was hier passiert ist. Diese Krankheit ist erst vor, ich sage mal, 200 Jahren aufgetreten. Das ist etwas Neues. Das Gleiche gilt, wenn man die Kinder in eine Kinderkrippe schickt, die Chance, dass das Kind Asthma entwickelt, ist halbiert. Das Gleiche, wie wenn ich mehr Kinder in der Familie habe. Und jetzt ist natürlich sehr gut zum Schmutz aufnehmen und inhalieren, wie auch immer das geht, man weiß es nicht, vielleicht ist das Trinken von Milch, das ist auch gezeigt, wenn man so quasi sterilisierte Milch trinkt, hohes Asthma-Risiko, wenn ich Milch vom Bauernhof, die noch unverarbeitet ist und noch viel Bakterien zum Beispiel drin hat, trinkt, dann niedriges Asthma-Risiko und das macht so eine 10-fache Differenz. Also wer auf dem Bauernhof aufwächst, hat fast keine Allergien und wer in der Stadt aufwächst, hat ein 10-mal höheres Risiko für Allergien. Ich gehe da nicht jetzt mehr drauf ein. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie ist es denn, wenn die Familien Allergiker sind? Und dann hat man den, ich habe früher gesagt, ja, passen Sie auf mit Haustieren. Also wir wollen noch nicht empfehlen, dass Sie eine Katze zulegen oder einen Hund und dann am Schluss die Tragödie, dass man wird jemand allergisch drauf oder das Kind und dann muss man tragischerweise diesen Hund oder die Katze weggeben. Und man sieht, aber das ist eigentlich nicht ein guter Ratschlag, weil es ist so, wenn man Katzen und Hunde im Haushalt hat, wie wenn man andere Kinder im Haushalt hat, hat man halt mehr Schmutz im Haushalt und die Häufigkeit der Allergien nehmen zu. Und zwar je mehr Katzen und Hunde da drin wohnen. Also, aber eine Katze schützt nicht so gut, das muss man sagen. Also gut sind 5 oder 6. Dann, man nennt das auch den Mini-Farm-Effekt. Also ist logisch und wenn ich am Schluss den ganzen Stall habe mit Kühen, die sind auch noch viel größer und produzieren auch entsprechend mehr Schmutz als ein Hund, dann ist man sogar sehr gut geschützt. Aber grundsätzlich, Haustiere schützen eher vor Allergien.
Und jetzt noch etwas anderes. Man gab ganz klare Studien, was das Tiere so schützen. Es gibt so eine interessante Studie, die war letztens im New England Journal. Das ist ein sehr gutes medizinisches Journal. Da hat man verglichen, die Amish, das ist so eine Gruppe von religiösen Leuten, ich zeige nachher noch Bilder, versus die Hutteriten. Das sind fast die gleichen. Und die einen, die Amish, haben keine Allergien, hier null. Und die Hutteriten haben Allergien. Und jetzt, wie sehen die aus, die Amish People und die Hutteriten? Das waren mal, so wie ich es gelesen habe, vor 100 Jahren waren das die gleiche Volksgruppe, die ausgewandert ist nach USA und die haben sich dann ein bisschen verschieden entwickelt, aber genetisch sind es die gleichen. Und die sehen auch gleich aus, wie man sieht, die kleiden sich. Und jetzt die Amish People, die leben wirklich, denen ist es verboten, Landwirtschaftsmaschinen, die leben alle auf dem Land, ist es ihnen verboten, Landwirtschaftsmaschinen zu verwenden. Die haben also noch Pferde und so, die ihren, um den Bauernhof zu bestellen. Und die Hutteriten, nein, die verwenden Landwirtschaftsmaschinen. Und das ist der Unterschied. Also das ist hier einfach, es ist das Zusammenleben mit den Tieren. Die haben keine Allergien und die haben die Allergien. Also es ist wirklich die Tiere, die einen schützen davor, Allergien zu haben. Und es ist der Schmutz, den die Tiere produzieren. Das kann man jetzt auch sehr gut in so Haushalten, das tue ich jetzt überspringen, nachlesen. Etwas anderes ist, wir sagen, es ist der Schmutz, aber es ist nicht nur der Schmutz. Es ist auch so, dass diese Tiere haben eine bestimmte Darmflora. Und man weiß zum Beispiel, oder eine Flora auf der Haut, eine Flora im Mund. Und man weiß zum Beispiel, wenn man einen Hund zu Hause hat, über kurz oder lang wird der Mensch viele von den Hundebakterien auch bei sich, sage ich mal, adoptieren und die Darmflora wird sich verändern. Und diese Darmflora ist etwas ganz Wichtiges, weil wir müssen wissen, dass ein Mensch hat mehrere Kilogramm Bakterien in sich. Und wenn man schaut, zum Beispiel, ich analysiere die Erbsubstanz von einem Menschen, ist 90% der DNA, die man da drin findet, der Erbsubstanz, sind Bakterien. Und nur 10% sind menschliche Zellen. Weil wenn ich nur ein Kilo Bakterien habe, Bakterien sind viel leichter als menschliche Zellen und viel kleiner. Aber in DNA ist ein Mensch besteht zu 90% aus bakterieller DNA. Das ist ganz eine verrückte Zahl. Und man muss nicht glauben, dass das keinen Effekt hat auf sowas. Und da gibt es noch, also das eine ist, ich übernehme auch ein bisschen der Bakterien von diesen Tieren und das schützt auch gegen Allergien. Und das andere ist auch noch, dass ich mit heutigen Chemikalien und Waschmitteln meine Barriere beschädige. Und was das heißt, ich habe natürlich im Darm, wie gesagt, ein Kilogramm Bakterien und die leben da auf der Oberfläche. Und jetzt komme ich hier und schädige meinen Darm mit was. Und heute sind ja fast alle Lebensmittel versetzt mit zum Beispiel Emulgatoren. Die Glasse muss ja super cremig sein und ich will nicht, dass wenn ich die ins Gefrierfach tue, dass die am nächsten Tag so Eiskristalle drin hat. Wie macht das die Industrie, dass so etwas cremig ist? Sie tut Emulgatoren rein. Was sind Emulgatoren? Das sind Seifen. Es sind also Substanzen mit Seifeneffekt. Weil dann passiert das nicht und es ist dann wunderschön cremig. Aber diese Seifen schädigen halt auch dieses Epithel und dadurch dringen die Bakterien tiefer in dieses Epithel rein und darum wird das Immunsystem eben zusätzlich stimuliert und macht auch solche Allergien. Wir sehen ja auch eine massive Zunahme entzündlicher Darmkrankheiten und das hat viel mit solchen Sachen zu tun. Und Emulgatoren sind nur das eine. Es gibt natürlich auch im Geschirrspüler gibt es diesen roten Kern, also in diesen Tabs, das sind dann die besten mit dem roten noch in der Mitte, so die blau-weißen und den roten. Das ist auch so eine wahnsinnig effiziente Substanz, dass die Gläser nachher schön spiegeln. Aber leider für den Darm jetzt, das gibt einfach so eine leichte Barriereschädigung. Da gibt es hunderte solcher Umweltsubstanzen, die das ausmachen. Und ist kein Witz. Also das, wie gesagt, wir haben ja gesehen, also vor 100 Jahren gab es diese Allergien nicht und heute sind sie da. Und das hat mit unserem Lebensstandard zu tun. Und wie gesagt, wer noch mit Amish People lebt, auf dem Land mit Tieren, der hat auch keine Allergien und die anderen haben sie. Das ist eine ganz klare Sache. Und jetzt ist
ein bisschen anders. Das war mal grundsätzlich zu den Allergien. Bei der atopischen Ekzem, also bei Neurodermitis, sieht es ein bisschen anders aus. Das ist nicht so klar, diese Zunahmen, die gibt es auch in nicht industrialisierten Ländern zum Teil. Also hier ist der Fall nicht so klar. Und wenn man ja diese Allergien ein bisschen anschaut, wer hat Neurodermitis, wer nicht, dann gibt es ganz klar, geht das in der Familie. Und wenn zum Beispiel der Vater Asthma hat und die Mutter hat Nahrungsmittelallergien, hat das Kind ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Neurodermitis oder und so weiter. Und man sagt, ja, dann ist es doch genetisch. Aber man muss ein bisschen aufpassen, es gibt eben auch etwas, das nennt sich epigenetisch. Und das bedeutet, dass wenn zum Beispiel, genetisch heißt, es gibt eine Mutation in der DNA und das wird über Generationen vererbt. Diese Geschichte ist nicht über Generationen vererbt, das ist ja erst in 100 Jahren alles passiert. Also das ist viel zu schnell für irgendeine genetische Selektion. Und es gibt auch epigenetische Einflüsse, das sind Umwelteinflüsse, zum Beispiel Tabakrauch, Substanzen im Tabakrauch, das ist nicht das Nikotin jetzt. Oder eben diese Geschirrspülmittel oder etwas anderes, das tut eben quasi das Ablesen von Genen verändern. Und es tut zum Beispiel hier die DNA methylieren als Beispiel und dann werden Gene mehr oder weniger abgelesen. Nicht falsche Gene abgelesen, sondern mehr oder weniger abgelesen und man kann sich das so erklären und das wird dann schon über eine oder zwei Generationen vererbt, aber dann ist auch wieder Schluss. Und wenn wir jetzt das Problem loswerden wollen und unsere Umwelt wieder schmutzig machen, was jetzt, also schmutzig, guten Schmutz, Tiere und so, das wird auch wieder zwei Generationen gehen, bis das wieder weg ist, das Problem. Und ist etwas sehr Interessantes, man hat das heute, das weiß man das ganz genau, das kann man heute alles messen. Und jetzt noch habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Also hier das Ekzem, hier so wie es beim Baby aussieht, das ist so ein Fall, wo man sagt Milchschorf, weil immer hat jemand gedacht, hier ist irgendwie Milch verschorft auf dem Kopf. Also das sind natürlich, Dermatologie ist auch voller sehr, sage jetzt mal, deskriptiven Begriffe, die jetzt nicht immer gerade allzu wissenschaftlich sind. Oder hier die Wange von einem Säugling mit Neurodermitis. Wie gesagt, im späteren Lebensalter trifft es zum Beispiel auch häufig die Augen, ist ein großes Problem, die Augenlider, die Lippen, ein Lippenekzem, dann eben den Hals, ich sage, das ist auch eine Beuge und hier schon diese, wie ich gesagt hatte, pruriginösen Papeln. Und dann ist ein Problem, dass wenn das abheilt, dieses Ekzem, nach jahrelanger Entzündung, dann heilt es gerne so ab und dann sieht man so eine Vergröberung vom Hautrelief. Und das nennt sich eine Lichenifikation. Und das ist irgendwie, da schwingt der Begriff von Fisch mit. Und das ist einfach eine Vergröberung vom Hautrelief. Und das ist so eine Art Narbe nach dem Ekzem. Wir sehen das nachher noch. Ich sage es gleich perfiderweise. Sind alle Leute der Meinung, das sei ein Cortisonschaden von der Haut. Das ist nicht der Fall. Das ist der Schaden, den man kriegt, wenn man zu wenig Cortison draufgetan hat. Wenn man das Ekzem nämlich adäquat behandelt hätte, wäre das nicht so weit gekommen. Also dein Ekzem heilt mit Narben ab, da gibt es jetzt einfach, ich sage mal, es kann auch mit so Hyperpigmentierung, Braunverfärbung abheilen und es gibt verschiedenste Formen, bis hin zu so Blasen an den Händen, das ist auch ein Ekzem, ein Handekzem, dann ist hier ein chronisches Handekzem, ein generalisiertes und so weiter, alle möglichen Formen. Je älter man wird, desto mehr sind das so juckende Knoten und Papeln. Ganz eklig, wenn man das hat. Also diese Leute sind wirklich arm dran und wir müssen fast jeden Tag Leute aufnehmen, die vor Juckreiz nicht mehr schlafen können. Es sind, ja, das machen wir, das ist ein ganz häufiger Hospitalisationsgrund in unserer Hautklinik. Der Patient kann nicht mehr schlafen. Und nach einer Woche kommt er bei uns an und wir schauen, dass die Haut möglichst schnell wieder gut. Wir kriegen das hin in 3-4 Tagen mit Cortisoncreme. Aber nützen tut es. Es gibt assoziierte Krankheiten, will ich jetzt nicht, Haarkrankheiten und so weiter. Jetzt noch ein letztes Wort, oder haben wir noch eine Minute noch. Die Bevölkerung, ich hatte es erwähnt, hat Wahnsinn. Was ist denn die Behandlung von diesem Ekzem. Es spricht sehr, sehr gut auf Cortison an. Sehr gut. Aber niemand in deutschsprachigen Ländern insbesondere will etwas von Cortison hören. Hier gibt es sogar einen Krankheitsbegriff, der heißt Kortikophobie, heißt Cortisonangst. Und da gibt es einen Index, einen Score für Kortikophobie. Und wer hat das am meisten?
Lustigerweise der Apotheker, also der Dermatologe hat am wenigsten Angst vor Cortison und gibt dem die Cortisonsalbe mit aufs Rezept und der Apotheker sagt, aber nur ganz wenig auftragen. Das ist, Cortisonsalbe ist gefährlich, das hören wir nicht gern. Und wenn man dann die Leute befragt, ja, was befürchten sie denn durch Cortison? Dann heißt Hautschäden, Infektionen auf der Haut, Angst vor systemischen Nebenwirkungen, das ist natürlich nicht so, das ist ja eine Creme. Das ist nicht wie, ich nehme Cortison-Tabletten. Das ist eine Creme, das nur in der Haut wirksam. Praktisch. Und wenn man jetzt das mal untersucht, wissenschaftlich, ob an diesen vermuteten Schäden hinter dem Cortison überhaupt etwas dran ist, es ist nichts daran, nichts. Hier eine Studie, die vergleicht bei Kindern unter 2 Jahren, das gilt als die empfindlichste Population auf Kinderhaut, ja, nie Cortison, das waren noch Kinder unter 2 Jahren, also Babys. Und man hat mal verglichen, wenn ich das Cortisoncreme vergleiche mit einfach dem Vehikel, also der Creme ohne Cortison, doppelblind, Placebo kontrolliert, welches Kind hat nachher mehr Hautschäden? Ja? Und Sie sehen hier ganz klar, alles was vermutet wird, wie Infektionen der Haut, ist hier 5 Patienten, hier war es einer, dann ist es hier Irritation der Haut, 33, 26, also es ist mitnichten so, da ist einfach nichts dran an diesen sogenannten Cortisonschäden. Es gibt heute Cortisonpräparate, die werden in der Haut abgebaut, es gibt keine systemische Nebenwirkung und diese Cortisonschäden sind, die halten sich, also man kann die nicht nachweisen, weil sie natürlich auch richtig angewendet werden, häufig und zu wenig. Aber eben das habe ich schon gesagt, das ist kein Cortisonschaden, das ist ein Schaden durch zu wenig Cortison. Jetzt noch das Antihistamin will ich jetzt auslassen. Häufig geben die Apotheken dann, es juckt, also gib mal Antihistamin. Das ist immer gut, wenn es juckt in der Nase oder in der Lunge oder auf der Haut, gewisse Hautkrankheiten. Aber das Histamin ist eine Substanz, die in der Haut Juckreiz auslösen kann. Bei Ekzemen ist das nicht Histamin. Und Antihistaminika nützen nichts. Oder praktisch nichts. Und man soll das ja nicht. Und dann gibt es diese alten Antihistaminpräparate, die Leute noch besonders müde machen. Und man sagt, ja, aber das ist besonders gut. Dann geben Sie dem Kind das, dann schläft es schön durch. Das ist natürlich völliger Quatsch, es ist nicht ein Schlafdämon, man versetzt das Kind nicht in einen Schlaf, sondern in eine Art Narkose und das Kind ist am Morgen so erholt wie ein Patient nach einer Narkose, nämlich gar nicht, weil ein Schlaf hat eben gesunde REM-Phasen drin und diesen durch Antihistamin induzierten Schlaf nicht. Das ist eine Katastrophe und in England hat man eine Studie gemacht, wenn man Kindern diese alten Antihistaminika gibt, die müde machen, die Chance ins Gymnasium zu kommen ist etwa halbiert, weil die Kinder einfach ständig müde sind. Wir reden jetzt von den alten Antihistaminen, es gibt auch neuere, aber es ist einfach keine gute Idee, Ekzeme mit Antihistaminen zu behandeln. Die letzten 2 Slides, es gibt heute hervorragende neue Medikamente, die diese systemische Entzündung behandeln, sind natürlich wegen dem Preis für schwerere Patienten quasi vorbehalten. Also das nützt extrem gut. Also hier haben wir 90%ige Verbesserung oder sowas. Und hier sieht man so eine Verbesserung. Also das wirkt absolut hervorragend. Es gibt jetzt auch, wenn für Leute, die keine Spritze wollen, gibt es. Die können sich das selber machen wie Insulin oder alle 4 Wochen spritzen. Sowas gibt es auch Tabletten, die man jeden Tag einnehmen muss, die mittlerweile etwa gleich wirksam sind. Also das nützt alles wirklich hervorragend. Es muss nicht jeder, also die leichten Fälle kriegen Cortisoncreme. Wie gesagt, keine Angst davor. Und die schwereren, da haben wir Sachen in petto, die absolut überragend wirksam sind. Und es gibt immer mehr davon. Also jetzt möchte ich hier schließen. Ich wollte nur noch etwas sagen, wenn wir denken, wir Menschen sind allein mit dieser Zunahme der Neurodermitis weit gefehlt. Nämlich auch unser Hund lebt natürlich nicht mehr auf dem Bauernhof, sondern jetzt in der Stadt. Und was sehen wir? Eine massive Zunahme von Neurodermitis beim Hund. 10-20%, hier sehen wir diese Zunahme, es ist völlig unbestritten und das Gleiche gilt übrigens auch für die Katze und das Gleiche gilt für die Pferde, die leben allerdings noch auf dem Bauernhof, aber den macht man auch immer sauberer. Und es ist einfach so, es ist nicht nur die Menschen, auch die Tiere kriegen das durch zu sauberes Leben. Und ich schließe hiermit, ich sage, es ist natürlich schwer, also ich selber habe auch ein Auto und so, also, aber gesünder ist das hier.
Und ich schließe da jetzt, weil wir haben noch, Entschuldigung, ich habe 10 Minuten überzogen. Ich möchte das Wort hier noch an unsere Vertreterin von AHA geben. Ich finde, dass immer, wenn man ins Internet geht und über Allergien liest, gibt es wahnsinnig viel, das darüber geschrieben wird. Es ist eine Volkskrankheit und es gibt auch wahnsinnig viel falsche Information. Das muss man einfach sagen, es ist horrend. Und eine wirklich gute Informationsquelle ist eben euer Portal AHA. Das wird auch wissenschaftlich quasi editiert und kontrolliert. Und nicht einfach jeder kann im Internet erzählen, was er mag über Allergien. Es gibt sehr, sehr, sehr viel falsches Information. Gut, und darum gebe ich sehr gerne dir das Wort. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Wir haben es gerade gehört, es gibt viele Herausforderungen mit Allergien, mit dermatopischen Ekzemen, mit Asthma, auch mit Nahrungsmittelintoleranzen, auch ein Thema, mit dem wir uns befassen. Ja, wie sieht denn die Hautpflege eben aus beim atopischen Ekzem? Was mache ich im Alltag? Was ist, wenn mein Kind sich die ganze Nacht kratzt oder eben nicht schlafen kann, wenn vielleicht sogar da wirklich auch eine psychische Belastung damit einhergeht? Oder was ist denn das passende Encasing bei der Hausstaubmilbenallergie? Oder wie gehen wir vor, wenn jetzt unser Kind in den Kindergarten kommt, aber es hat eine Anaphylaxie und es muss ganz bewusst und sehr gezielt auf gewisse Nahrungsmittel verzichtet werden? Das sind so Fragen, die beschäftigen vielleicht auch Sie oder Angehörige von Ihnen, die beschäftigen auch uns sehr intensiv und tagtäglich. Ich spreche jetzt hier für das gesamte Team von AHA Allergiezentrum Schweiz. Mein Name ist Seraina De Zoda und ich freue mich wirklich sehr, da noch ein paar Worte zu unserer Stiftung sagen zu dürfen oder die Stiftung zu präsentieren. Für uns ist ganz wichtig und wir glauben, dass eine gute Information, wie wir es gerade auch gehört haben, vielen Dank für die Unterstützung und eine gute Beratung eben hilft, wirklich auch wieder zu einer besseren Lebensqualität finden zu können. Diese Lebensqualität, die kann und ist häufig eben auch sehr stark eingeschränkt bei Allergiebetroffenen. Und wir sehen das so als unsere tagtägliche Aufgabe als Stiftung, da zu unterstützen mit einem sehr, sehr guten und wertvollen Netzwerk auch in der Ärzteschaft, auch bei anderen Gesundheitsfachpersonen. Das ist, glaube ich, der Vorteil auch in der Schweiz. Wir sind sehr gut vernetzt. Es sind sehr, sehr viele Menschen in der Schweiz davon betroffen. Wir haben gesehen, jetzt die Hände gingen hoch bei der Pollenallergie. Ich denke, wenn wir da ein bisschen die Frage ausweiten würden, da gingen noch mehr Hände hoch, weil ich denke, das ist auch der Grund, weshalb sie da sind. Also wir gehen von über 3 Millionen im Moment aus in der Schweiz, die in irgendeiner Form davon betroffen sind. Und da ist es für uns wichtig, eben Wissen zur Verfügung zu stellen, wirklich fundiertes, evaluiertes Wissen, kostenlos auch das anzubieten und da eben Unterstützung mit Schulung, Beratung zu bieten. Wir werden immer wieder gefragt, in welcher Form wir denn arbeiten, wer wir eigentlich genau sind. Ich gehe da nicht auf die Details ein, also bezüglich Finanzierung ist es bei uns so, dass wir einerseits aus der öffentlichen Hand eine Unterstützung bekommen, leider nicht so viel, wie wir uns jeweils erhoffen und wie man sich vorstellen kann, auch eher Tendenz sinkend, aber wir haben auch andere Pfeiler, die uns da stützen, also sei es mit Fundraising, mit Spendengeldern, also auch private Unterstützung, die da ist, für uns wichtig ist und auch Projekte, die dann über Sponsoring finanziert werden können. Also ein sehr heterogener Kuchen, das ist für uns sehr wichtig, da setzen wir uns auch ein, dass wir da die Quellen anzapfen können, um schlussendlich eben die Angebote zu finanzieren, für die wir uns einsetzen. Und ich habe so eine Zusammenstellung versucht. Es ist manchmal ein bisschen eine Challenge für uns zu sagen, was wir denn eigentlich alles machen. Ich hoffe, ich kann Ihnen einen groben Überblick geben, lade Sie aber wirklich ein, unsere Webseite zu besuchen. Das ist so die Drehscheibe eigentlich für unsere Informationen auch. Also da auf aha.ch finden Sie sehr viele Informationen zu den einzelnen Allergien, zu Neurodermitis, zu Asthma, auch auf Pollenallergie, wie es Peter Schmidt schon gesagt hat, die täglichen Pollendaten, die da aufzufinden sind, auch der Newsletter, der kommt ein paar Mal pro Jahr raus, wir machen da so einen bunten Strauß an Themen, jeweils sehr spannend,
wenn Sie den auch abonnieren möchten. Wir stellen auch in Form von Broschüren Wissen zur Verfügung. Ich habe verschiedene Themen dabei, die sind draußen beim Ausgang auf einem Tisch. Sie dürfen sich sehr gerne bedienen, da wirklich jeweils zu einem speziellen Thema ausführlich auslöse, wie wird es diagnostiziert, wie sieht die Therapie aus, was kann man dagegen tun. Und der zweite Punkt sind Schulungen oder Beratungen. Ich sehe, das ist das nächste Kästchen, das sind die Beratungen. Da im Moment im Fokus das atopische Ekzem. Das ist wirklich so die 1-zu-1-Beratung, die da sehr umfangreich ist und auch sein soll und sehr persönlich, individuell auf die einzelnen Betroffenen oder Patienten eingegangen werden kann und auch zum Asthma eine Unterstützung, die wir da bieten mit Beratung. Das kann vor Ort sein, aber auch online, kommt ein bisschen drauf an. Dann, wie schon angetönt, die Schulungen, auch für uns ein sehr zentraler Pfeiler, da eben auch das atopische Ekzem, vor allem gerade auch für Eltern und auch für Kinder haben wir da im Moment ein Angebot. Da ist es dann die Gruppenschulung, das heißt, es geht nicht nur darum, die medizinischen Informationen zu bekommen, Infos bezüglich Therapie, Alltagsmanagement, sondern auch der Austausch innerhalb der Gruppe. Und das sind dann teilweise sehr beeindruckende Situationen oder Momente, die passieren. Es ist eine Gruppe von Eltern, die zusammenkommen. Sie können sehr viel Wissen und Informationen mitnehmen, aber sich eben auch austauschen. Das ist häufig auch emotional, weil eben genau die Themen auch aufkommen, die sonst vielleicht im Alltag ein bisschen zu wenig Platz bekommen. Auch bezüglich Anaphylaxie haben wir da sehr wertvolle Unterstützung. Bei der Anaphylaxie, da geht es um die schwere allergische Reaktion, eben das Beispiel vom Kind, das eingeschult wird. Und da ist auch ein entsprechendes Management nötig, nämlich eben auch gerade im Notfall sehr wichtig, dass einerseits die Betreuungsperson reagieren können, aber auch die Kinder und die Eltern Bescheid wissen. Und das letzte Kästchen, um das den ganzen Strauß und die ganze Unterstützung ein bisschen abzurunden, da geht es um Freizeit, um Spaß, um Ferien. Wir haben Ferienlager für Kinder, die kleineren Kinder und die Teenager, die Jugendlichen. Da geht es wirklich um das Genießen, das Zusammensein, das zusammen unterwegs zu sein, wandern und so weiter. Es ist ein Ferienlager, die Kinder sollen wirklich sorgenfrei dabei sein und die Eltern sollen auch sorgenfrei zu Hause sein, weil da gibt es eben auch Situationen, dass teilweise Kinder sogar ausgeschlossen werden, teilweise von einem Schullager, weil einfach die Bedingungen nicht eingehalten werden können und da mindestens mit unserem Lager sollen die auch unterstützt werden können. Entscheidend, denke ich, ist hier auch die Telefonnummer. Sie ist da drauf, Sie finden sie überall auf den Broschüren, auf der Webseite. Das ist die Telefonnummer, die Sie sich merken müssen. Das ist unsere Infoline. Wenn immer Sie Fragen haben, wenn Sie etwas wissen möchten, da können Sie uns erreichen und Fragen stellen. Eine weitere Unterstützung, die aus der Küche unserer Tochterorganisation kommt, ist das Gütesiegel. Das ist meistens so ein bisschen das Aha-Erlebnis via Lebensmittel. Meistens ist das der Fall, dass eben genau das erkannt wird. Und das ist auch gut so. Das heißt, das Gütesiegel wird erkannt. Das ist die Unterstützung, sei es bei Lebensmitteln, bei den Encasings, bei Staubsauger, Luftreiniger, haben wir heute gehört. Dieses Gütesiegel ist unabhängig, es ist eine strenge Zertifizierung, es sind strenge Richtlinien, die dahinter stecken und deshalb können wir dann Produkte mit diesem Gütesiegel auch empfehlen. Also ich hoffe, Ihnen so einen kleinen Sneak Peek geben zu können von dem, was wir machen. Wir sind da, wir stehen für Sie, wenn Sie Fragen haben, auch zur Verfügung, für Unterstützung oder finden dann wirklich das, was Sie benötigen. Also da dürfen Sie sehr gerne jederzeit auch auf uns zukommen. Wir sind auch in den Social Media Kanälen unterwegs, auch da spannende Infos eben wirklich fundiert und gut zusammengestellt. Jetzt danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich sage auch im Namen jetzt von Professor König und Professor Schmidt-Grendelmeier vielen herzlichen Dank und darf jetzt alle zu Hause im Stream verabschieden. Hier geht es noch mit Fragen weiter, aber der Stream wird jetzt gestoppt. Also vielen Dank und auf Wiedersehen.